Moin zusammen, mein Name ist René und wir gucken uns heute an, im schönen Oberfranken, wie aus 500 Kilometern Stahlbewehrung dieses Gebäude wird. Wenn ihr Bock habt, dann kommt mit. Also ich bin der Cäsar, ich komme ursprünglich aus Brasilien. Bei der Firma Deschamps bin ich schon fast 10 Jahre. Ich bin gelernter Zimmermann. Ich habe in Brasilien auch gelernt, bei einer deutschen Firma sogar, Hochtief. Gerade bin ich Vorarbeiter. Ich habe auch vor, irgendwann poliert zu werden. Ja, ich muss sagen, bei der Firma Deschamps, ich fühle mich wie bei einer Familie. Siehst du, mein Lieber, das ist dein Reich hier, ja? Genau. Also hier baut die Firma Deschamps eine Geriatrie, ne? Also ein Heim für Senioren. Ja. Ist okay. Auch ein Demenzzentrum dabei mit Kliniken. Also die Leute können sich quasi hier behandeln lassen. Ja. Bist du mal Kran gefahren? Kran, ne. Da braucht man einen Kranschein dafür und das habe ich nicht. Ja. Das ist, glaube ich, der geilste Arbeitsplatz da oben, oder? Man muss schon schwindelfrei sein. Ja, aber die haben Klima, oder? Die haben Klima, ja. Müssen die da hochklettern oder fahren die da hoch? Die werden da. Da sind Leiter, siehst du das? Ja, aber die klettern da hoch. Die, ne? Die klettern hoch. Ja, das ist vielleicht auch nicht der geilste Job. Das ist ein Rettungskorb, ne? Oder wenn man oben eine Arbeit machen muss, wird man da mit dem Kran hängen und man wird da oben gebracht. Der kann sich da hinsetzen. Richtig Bock. Wie behält man hier die Übersicht? Also, wir arbeiten immer mit Achsen, ne? Du hast mal Achse von 1 bis, bis 12 und so hast du von A bis L eben. Sodass du quasi das Ganze in Arbeitsbereiche einteilst? Genau. Und dann weißt du halt genau, okay, wir arbeiten in dem Arbeitsbereich, damit das durchgeführt? Genau. So, auf unserer Baustelle, wir legen auch viel Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Das reduziert das Unfallrisiko, ne? Die Leute können effizienter arbeiten. Das musst du aber auch, weil wie viele Leute arbeiten hier jetzt gleichzeitig auf so einer Baustelle? Also momentan, wir haben ungefähr 40 Leute. 40 Leute? Ungefähr 40 Leute. Alles bewegende Teile, alles ist schwer und da muss man echt aufpassen, ja. Für mich hat das ja immer alles ein bisschen was von Abenteuerspielplatz, ehrlich gesagt. Was wird das hier tatsächlich? Das ist ein Backhaus. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Backhaus. So, wir gehen jetzt oben. Übermorgen werden wir dieser Decke, also das Stück von dieser Decke betonieren, ne? Ja, Chef ruft an. Das geht vor. 40 Leute, die sind durchgedrillt wie so ein Ballett hier. Das ist ein Deckabschnitt. Ja. So, das werden wir am Mittwoch, also übermorgen betonieren, ne? Mhm. Die Eisenbinder sind noch drin. Mhm. Ne? Seitlich muss noch zugeschaltet werden. Mhm. Normalerweise musste morgen mir alles fertig sein und Mittwoch früh wir können mit dem Beton loslegen. Das heißt, eigentlich stehen wir gerade 2,5 Stockwerke unter der Erde. Ja. Das muss man sich auch mal reinziehen. So. Wie lange braucht das, bis das Ding jetzt hier quasi hochgebaut ist und wir hier nicht mehr oben stehen? Nee, aber hier, weil das ist ja minus. Das ist das zweite Untergeschoss, wo wir gerade stehen. Ja. Wann ist das? Bis wir auf Erdgeschoss-Ebene sind. Ja. 2-3 Monate, wir sind vielleicht. Krass. Ganz oben. Ne? Position 71, wir haben 18 Stück. Ne? Mhm. Durchmesser 20, jeder 15 cm ein Eisen. Mhm. Das kann man überprüfen, ob die das richtig gemacht haben. Das heißt, 18 Stück brauche ich von denen. Das kann man durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber warte, welche Eisen zählst du gerade? Das ist die Position. Durchmesser 20. Ah ja, okay. Okay. Da muss ich mal schauen, ich brauche 18 Stück davon. Ne? Ach, und deswegen steht dann auch die. Okay, krass. Und das ist dann quasi, du siehst dann hier, wenn das die 71 ist, dass du 30, dann hast du den Bogen drin und der kommt hier nochmal, oder? Genau. Aber jetzt ist das ja so für mich wie so ein Ameisenhaufen hier. Das heißt, ihr müsst ja sicher gehen, dass ihr im Zeitplan seid. Mhm, und dass es halt vor allen Dingen auch alles ordnungsgemäß abläuft. Ja. Weil so ein. Also wenn was schief geht, musst du den ganzen Bums ja zurückrauben und zurückbauen. Und dein Job ist es quasi dann als Polier sicherzustellen, dass quasi alles eingehalten worden und alles richtig lief? Sag mal so, die Hauptaufgabe, ne, von Polier ist zu schauen, ne, dass die Gewährleistung der Qualität, dass das passt und der Termin. Mhm. Dass der Termin eingehalten wird. Ja, das ist maßgebend für einen Polier. Ja, das ist, glaube ich, auch der wichtige Teil. Ne? Auf jeden Fall. Absolut. Okay, aber jetzt, wir kommen ja quasi aus dem Tiefbau und da war das ja sehr maschinenlastig mit Baggern und so. Aber wenn ich mich hier umgucke,
Das ist ja wirklich manpower-lastig, weil du musst ja in die Höhe bauen. Ja, das ist richtig. Wenn du bei uns hier anschaust, ne, wir haben viele verschiedene Gewerke, wir haben ja. Eisenbinder, wir haben Schaler, wir haben Stahlbauer, wir haben Vermesser. Mhm. Ne? Und alle müssen, das ist wie so ein Ameisenhaufen, alle müssen hier tatsächlich Hand in Hand arbeiten. Ja. Und ich glaube, tatsächlich ist das Thema Arbeitssicherheit, gerade auf so einer Baustelle auch, richtig wichtig, oder? Also man lernt, wir legen auf jeden Fall viel Wert auf der Sicherheit. Wir ja. wollen, dass die Leute, ne, alle gesund zu der Familie ja, nach Hause kommen. Hast du noch einen Wunsch an deine zukünftigen, hoffentlich neuen Mitarbeitenden? Fleißig lernen, ne, ist immer wichtig. Und ja, wie gesagt, dass man ein Ziel vor Augen hat, ne, dass man irgendwas erreichen will. Ne? Wie gesagt, bei uns man hat Perspektive. Ich denke, bis zum Bauleiten kann man erreichen. Gut. Ja? Mein Lieber, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ich habe zu danken und ey, hoffentlich Mal gutes Gelingen. Ich drücke auf jeden Fall beide Daumen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir müssen auf jeden Fall wiederkommen, wenn dieses Gebäude steht. Weil das will ich mir tatsächlich nochmal angucken, wenn das Ding hier fertig ist. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, in einem von den verschiedenen Gewerken mit Cesar und seinen Kolleginnen hier auf der Baustelle zu arbeiten, dann findest du wie immer alle Infos unten in der Videobeschreibung. Ich kann das empfehlen. Die Leute sind geil. Das Wetter ist meistens auch gut. Und vor allen Dingen macht die Arbeit richtig Spaß. Also,